Ja, servus Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, Niklas und ich, wir haben ein Bike zugeschickt bekommen, das ich heute testen werde. Und zwar ein E-Bike und nicht das Ekano von Propane, sondern ein Bike vom Motorhersteller Fazua. Ist ein kleines Unternehmen oder ein junges Unternehmen aus München, was da ein bisschen anderes Konzept für E-Bikes sich ausgedacht hat. Und zwar leichte Akkus, leichte Motoren und somit auch ein leichteres Bike. Da wie gesagt die Motorkapazität und die Akkukapazität hier ein bisschen kleiner ist, heißt es, dass das E-Bike auch dementsprechend nicht ganz so aggressiv den Berg hochschiebt wie so ein Shimano oder Bosch Antrieb. Ja, deswegen, es hat eine bisschen andere Zielgruppe, an die es sich richtet, eher ein bisschen die Sportfreunde unter den E-Bikern quasi. Genau, wie das Ding so für uns funktioniert, werden wir jetzt gleich mal sehen. Niklas und ich ziehen uns jetzt um. Ihr werdet das Bike jetzt im Detail sehen und danach geht's los auf dem Trail. So, also jetzt mal gerade ein paar Abfahrten nach unten gemacht und bergab lässt sich das Bike echt sehr, sehr geil fahren. Es wiegt glaube ich so um die 17-18 Kilo wiegt der ganze Hobel hier. Also für ein E-Bike relativ leicht und gerade durch das höhere Gewicht kann man schön gemütlich runterfahren, weil Wurzeln, Steine oder auch Sprünge bringen das Bike nicht so leicht aus der Ruhe. Jetzt fahre ich hier gerade ein Stück hoch. Habe jetzt hier den Motor gerade mal im schwächsten Modus. Es gibt drei Modis. Blau ist jetzt der mittlere Modus. Jetzt ist quasi rosa der Raketenantrieb. Ich fahre jetzt im grünen hoch. Der hat jetzt für mich irgendwie, funktioniert der irgendwie am besten, wenn ich auf rosa schalte. Irgendwie, das macht in der Regel keinen Unterschied. Oder der Motor funktioniert irgendwie noch weniger. Ansonsten jetzt bei solchen Strecken merke ich jetzt den E-Bike-Antrieb, ich höre ihn auch und es lässt sich wirklich extrem angenehm hochfahren, weil es bleibt gerade dieser sportliche Aspekt, bleibt gerade trotzdem irgendwie erhalten, aber es ist auch nicht zu anstrengend. Und jetzt haben wir hier gleich ein steiles Stück, was nach oben geht und da habe ich es vorhin gemerkt, beziehungsweise eben nicht gemerkt, dass der Motor arbeitet. Ja, jetzt ist wieder so der Punkt, wo ich nicht weiß, ob der Motor was macht oder nicht macht. Aber es geht schon gut hoch, das ganze Bike. Geht schon gut hoch. So, different day, same bike, aber ich habe statt der Akku- und Motoreinheit habe ich jetzt unten quasi so wie so eine leere Abdeckung, was quasi wie so ein Rohr ist. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Ist quasi leer. Ich kann möglich
irgendein Zeug reinstopfen, was ich halt so will. Ich denke mal, das Bike wiegt jetzt ohne die Akku- und Motoreinheit, welcher normalerweise auch hier drin sitzt, denke ich mal, wiegt das Bike jetzt um die 16 Kilo. Was für so ein All-Mountain-Enduro-Bike. Finde ich, ist okay, wenn man bedenkt, dass da unten, glaube ich, noch das Getriebe im Tretlager drin sitzt, kommt man natürlich nicht auf das Originalgewicht, was das Bike eigentlich haben könnte. Aber für ein E-Bike ohne Motor 16 Kilo ist völlig okay. Jetzt fahre ich ja, wie gesagt, ohne Motor, ohne Elektrounterstützung quasi hier hoch, um zu schauen, ob das wie so eine Art 2-in-1-Bike ist. Quasi Elektro, wenn man es haben möchte, und wenn man halt so ein normales Bike haben möchte. Okay. Und hochfahren tut das Bike eigentlich jetzt völlig normal. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass gestern bei diesen steilen Stücken, dass der Motor da einfach nichts mehr gemacht hat. Also für die steilen Stücke, ja, funktioniert die Motoreinheit in dieser Konfiguration jetzt eigentlich nicht. Bei flachen Waldstücken oder flachen Anstiegen funktioniert. Alter, das knarzt hier wie noch was. Bei flachen Anstiegen merkt man dann doch ganz angenehm, ist wie Rückenwind, der dich ein bisschen mit hoch anschiebt. Aber wenn es halt steiler wird, bist du halt quasi dir selbst überlassen und hast halt quasi einfach nur noch mehr Gewicht dabei. Laut Fazua soll jetzt demnächst noch ein Motor-Update veröffentlicht werden, was dem Motor quasi ein bisschen mehr Kraft gibt, weil es anscheinend nur eine softwareseitige Einstellung ist, wie viel Saft der Motor quasi abgeben darf. Ja, aber da das Update jetzt noch nicht raus ist, habe ich es hier noch nicht drauf. Und ja, deswegen vom jetzigen Standpunkt her, bei steilen Anstiegen funktioniert der Motor halt irgendwie nicht. Beziehungsweise macht halt nicht mit. Bin mal gespannt, was es jetzt downhill-mäßig kann. Deswegen fahre ich jetzt den Trail hier, beziehungsweise den Weg weiter hoch, bis ich an den Trail komme. Und dann gebe ich euch unten nochmal ein Fazit, wie sich das ganze Fahrverhalten ohne mehr Gewicht quasi auswirkt. Und ja. Also ohne Motor war das auch ziemlich Bock. Ja, dann komme ich mal so zu einem kleinen Fazit von meinen paar Testfahrten mit dem Fazua Antriebssystem. Ja, ich finde es an sich ein echt interessantes Konzept, ein etwas leichteres E-Bike quasi zu bauen, etwas leistungsärmeres
um somit auch ein bisschen den sportlichen Aspekt quasi hervorzuheben. Ja, für mich persönlich jetzt eher eigentlich nicht ganz so mein Fall. Ich finde das System echt, funktioniert echt gut, macht auch echt Bock mit dem Rad rumzufahren. Aber da ich jetzt gerade ein leichtes Propane Eugene bekommen habe und weiß, wie quasi ein leichtes Bike den Berg hinauf klettert, ja, es ist entweder will ich halt ein richtig leichtes Bike, was schön den Berg hochgeht und genauso quirlig und agil auch wieder runterfährt, oder halt eher volle Kanne E-Bike. Man hat hier einen ganz guten Kompromiss gefunden, denke ich mal, zwischen den beiden Aspekten. Aber wie gesagt, wenn es dann wirklich steiler hochgeht, dann macht der Fazur-Motor eigentlich im Grunde nichts mehr. Ich möchte natürlich auch, wenn es jetzt wirklich steil nach oben geht, möchte ich natürlich auch die Vorzüge von dem E-Bike genießen, auch wenn es nur ein leichtes Mitanschieben ist. Aber hier ist wirklich, sobald es steil wird, ist einfach gar nichts mehr. Ansonsten, ich finde es wirklich beeindruckend, dass man ein E-Bike quasi so leicht bauen kann, weil es wiegt, normalerweise mit Akku und Motoreinheit wiegt 18,6 Kilo der ganze Hobel hier, was für ein E-Bike wirklich phänomenal ist. Man kennt ja die anderen E-Bikes, die fangen irgendwo auf plus 22 Kilo an, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja, ansonsten, falls ihr euch für das ganze System interessiert, das ganze Fazur-Antriebssystem mit allen seinen Vorzügen und Nachteilen, dann checkt gerne mal die Fazur-Website aus. Ich denke, da sollten so ziemlich wie alle Bikes aufgelistet sein, die mit dem Fazur-Antrieb ausgerüstet sind. Ja, und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von so einem Konzept für den Fazur-Antrieb, also ein leichtes E-Bike, ein bisschen leistungsschwächer, aber dafür quasi auch mit ein bisschen mehr sportlicher Seite. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen System haltet oder ob ihr auch lieber auf der Seite seid, entweder normales, leichtes Enduro-Bike oder leistungsstarkes E-Bike oder doch lieber so eine quasi wie so eine Zwischenlösung wie der Fazur-Motor hier. Genau, ansonsten denke ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, stay in touch.